Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video aus meiner Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir sind im zweiten Teil, wo wir uns mit diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschäftigen wollen. Und wir haben im letzten Video schon die sogenannten laplacischen Wahrscheinlichkeitsraum kennengelernt, wo alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sein sollen und deswegen bei der Frage, wie wahrscheinlich bestimmte Ereignisse sind, immer nur darauf ankommt zu wissen, wie viele Elementarereignisse das jeweilige Ereignis ausmachen. Also man muss im Grunde nur die Mächtigkeit von diesen Mengen zählen können. Also wie mächtig ist meine Ereignismenge und wie mächtig ist mein gesamtes Omega. Und ein Hilfsmittel, was man dafür eben halt regelmäßig braucht, ist der sogenannte Binomialkoeffizient. Und den möchte ich heute vorstellen, weil wir den eben halt im Laufe dieser Reihe auch noch weiter brauchen werden. Die Frage, die man sich stellt, ist mit einem Beispiel ganz gut erklärt. Also wir haben so eine Urne, die ist jetzt, weiß ich, eine schwarze Kiste oder so, da können wir nicht reingucken. Wir wissen, da sind 10 Kugeln drin mit den Ziffern von 0 bis 9 markiert. Und wir ziehen jetzt halt 5 Kugeln da raus, ohne die jetzt zurückzulegen. Und dabei soll jetzt auch die Reihenfolge keine Rolle spielen. Also das ist eben wichtig, dass wir die Kugeln nicht zurücklegen, weil das ja die Wahrscheinlichkeiten für die Kugeln halt im Laufe der Zeit verändert. Und das eben auch bedeutet, dass ich eben halt eine Kugel nicht zweimal ziehen kann oder so. Also ich kann ja die 5 nicht mehr ziehen, wenn ich sie nicht zurücklege. Und es soll auch so sein, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Das ist so ähnlich wie beim Lotto. Da ist es halt auch egal, ob ich jetzt erst die 3 und dann die 5 gezogen wird. Oder erst die 5 und dann die 3. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel über Pferderennen oder so reden würde, wo diese Ziffern zum Beispiel halt bedeuten sollen, in welcher Reihenfolge die Pferde einlaufen ins Ziel. Da spielt es natürlich dann schon eine Rolle. Also das muss man halt unterscheiden. Wir beschäftigen uns damit, dass wir die Kugeln ohne Zurücklegen daraus ziehen und dass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Also so eine Urne könnte jetzt zum Beispiel so aussehen. Das sind diese Kugeln. Die sind beschriftet von 0 bis 9, die liegen da irgendwie drin und ich ziehe jetzt 5 da raus. Ich könnte zum Beispiel erwischt haben die 6, die 7, die 1, die 8 und die 2. Ja, wenn ich jetzt davon zum Beispiel die Summe bilden möchte, dann wäre das in dem Fall jetzt hier 10 plus 8 sind 18 plus 7 sind 25. Also da wäre dann die Reihenfolge zum Beispiel vollkommen egal. Diese Summenbildung ist so ein Beispiel, warum einem die Reihenfolge jetzt vielleicht egal sein könnte. Jetzt ist die Frage, also die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie viele verschiedene Möglichkeiten habe ich hier überhaupt erstmal diese Zahlen zu ziehen? Also, wie viele verschiedene Kombinationen von Zahlen gibt es, die ich hier so aufschreiben könnte? Und jetzt am Anfang sagen wir mal, dass die Reihenfolge vielleicht eben doch eine Rolle spielen soll, dann müsste ich für diese erste Zahl hier, die ich hier hinschreibe, habe ich halt aus meiner noch vollbesetzten Urne ja 10 verschiedene Ziffern, die ich erwischen könnte. Ja, also hier könnte ja die 0, die 1, die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stehen. Das sind 10 verschiedene Kugeln, die ich hier hinschreiben könnte. Für die nächste Kugel habe ich dann natürlich nur noch 9 Möglichkeiten, weil ich die ja hier schon rausgezogen habe und die eben nicht zurücklege. Und dementsprechend habe ich hier nur noch 8 Kugeln und hier nur noch 7 Kugeln und hier nur noch 6 Kugeln. Also das heißt, ich habe dann 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6. Das sind 30.240 verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Kombinationen. Und wenn ich das Ganze noch ein bisschen anders schreiben will, dann könnte ich eben auch schreiben 10 Fakultät durch 5 Fakultät. Nochmal zur Erinnerung, die Fakultät war definiert als das Produkt der natürlichen Zahlen von 1 bis 10 in diesem Fall. Oder hier eben das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis 5. Und wenn ich hier 10 Fakultät bilde, dann steht da eben, ne, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 mal 9 mal 10. Wenn ich dann durch 5 Fakultät teile, dann kürzen sich halt die ersten 5 Terme raus. Also die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 kürzt sich raus. Und es bleibt eben noch die 10, die 9, die 8, die 7 und die 6 über. Das sind genau die Terme, die ich halt haben will. Und das ergibt dann eben diese 30.240. Also es gibt 30.240 verschiedene Kombinationen von diesen Zahlen, die ich hier hinschreiben könnte. Und
Wenn jetzt die Reihenfolge davon eben keine Rolle spielen soll, dann muss ich mich eben noch fragen, auf wie viele verschiedene Arten könnte ich diese fünf Zahlen hier jetzt anordnen? Ja, also ich könnte ja zum Beispiel die 6 hier hinschreiben, die 7 könnte ich da hinschreiben, die 1 könnte ich da hinschreiben, die 8 könnte ich hier hinschreiben und die 2 schreibe ich hier hin. Das wäre ja eine Möglichkeit, diese Zahlen anzuordnen. Genauso könnte ich natürlich die 6 hier hinschreiben, die 7 hier hinschreiben, die 1 hier hin, die 8 hier hin, die 2 hier hin. Oder ich könnte das Ganze rückwärts aufschreiben, also die 2 dahin, die 8 dahin, die 1 hier, 7 da und die 6 da und so weiter und so fort. Das sind ja alles verschiedene Möglichkeiten, diese Zahlen anzuordnen. Und wenn die Reihenfolge keine Rolle spielen soll, weil ich zum Beispiel eh nur die Summe bilde, dann sind die ja in gewisser Weise alle identisch. Dann sollen die ja alle gleich sein. Hierfür hätte ich jetzt, kann ich mir wieder überlegen, dass ich für diese erste Zahl, für die 6, habe ich halt fünf verschiedene Möglichkeiten, wo ich die hinschreibe. Ich könnte die ja da, 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 da oder da hinschreiben. Die nächste Zahl, die 7, da habe ich jetzt aber nur noch vier verschiedene Möglichkeiten, ne? Wenn ich die 6 hier hinschreibe, dann ist dieses Feld hier weg, sodass ich die 7 also nur noch da, da, da oder da hinschreiben könnte. Und dementsprechend habe ich dann für die 1 nur noch drei Möglichkeiten, für die 8 habe ich nur noch zwei Möglichkeiten und für die 2 gibt es nur noch genau eine Möglichkeit, also da habe ich gar keine Wahl mehr. Also es gibt 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 verschiedene Möglichkeiten, auch das könnte ich wieder über diese Fakultäten schreiben als 5 Fakultät. Das sind 120 verschiedene Möglichkeiten und aus diesen 30.240 insgesamt sind als also jeweils 120 Möglichkeiten gleich, weil die Reihenfolge ja keine Rolle spielen soll. Und dementsprechend gibt es 30.240 geteilt durch 120, also 242 verschiedene Möglichkeiten, die Kugeln ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge da aus dieser Urne rauszuziehen. Das heißt jetzt nicht, ich hatte jetzt ein paar Mal schon das Beispiel gebracht, dass ich die Ganzen noch aufsummieren würde, das heißt jetzt nicht, dass es 252 verschiedene Summen gibt, weil er durchaus verschiedene Zahlen, die ich hier hinschreiben kann, auch wiederum dieselbe Summe ergeben könnten. Also ich kann diese Summe, wir hatten ja gerade schon gesagt, das sind 25, die kann ich natürlich halt auch durch vollkommen andere Zahlen erzeugen, die ich hier hinschreibe. Also es gibt 252 verschiedene Möglichkeiten. Dass ich dann nachher noch die Summe bilde, habe ich da noch nicht berücksichtigt. Allgemein ist es eben jetzt so, wir haben es jetzt nur für diesen Fall mit 10 Kugeln und 5 rausziehen gemacht. Allgemein ist es eben so, dass ich, wenn ich in so einer Urne n Kugeln drin habe und ich da k Kugeln rausziehe, dann gibt es n über k Möglichkeiten. Also diesen Term hier, den liest man n über k. Das ist der sogenannte Binomialkoeffizient, so nennt man den. Und hier muss man aufpassen, das ist jetzt kein Bruch, ne? Also hier steht kein Bruchstrich, sondern hier stehen wirklich zwei Zahlen übereinander, die noch in so Klammern gesetzt sind. Und das ist eben halt definiert als n-Fakultät durch n-k-Fakultät. Dieser erste Teil hier, der gibt mir eben halt an, wie viele verschiedene Kombinationen ich habe, wenn ich die Kugeln aus der Urne rausziehe, ne? Das waren diese 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6, wo ich dann eben halt bei dem n-k aufhöre und alle Terme, die kleiner sind oder gleich n-k sind, eben noch rauskürzen muss. Und dieser zweite Teil, dieses k-Fakultät, gibt mir eben noch an, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen ich die gezogenen Kugeln dann anordnen kann. Und da ich diese Anordnungsmöglichkeiten ja alle als gleich betrachten will, teile ich noch dadurch und dann habe ich hier die Anzahl der unterschiedlichen Möglichkeiten, wenn ich die Kugel nicht zurücklege und die Reihenfolge auch keine Rolle spielen soll. Gut, das war es im Grunde auch schon wieder. Im nächsten Video möchte ich nochmal zwei Beispiele bringen, wie man mit Hilfe dieses Binomialkoeffizientens arbeitet und Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie einfach unter dem Video postet. Auch über ein Like freue ich mich immer. Und ansonsten bis dahin. Ciao, ciao.